Hallo, Ladies und verehrte Gentlemen, was geht's? Euer Raffi am Schlüssel, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 4, du schon also eingeschaltet habt. Versprecher for the win. Ja, letzte Folge ging es ja richtig zur Sache, ne? Da haben wir wieder schön die Festung eingenommen, nur den Tieren vorgeworfen und alles war einfach super geil. Und die Folge gibt's wieder eine Stunde pure Action. Wirklich pur, also nicht doch irgendwie hier mit Bullshit zwischendrin, nee, sondern wirklich pur, pure, gequälte Scheiß-Action. Ja, Scheiß ist jetzt hoffentlich nicht. Und dann würde ich sagen, wir fangen heute einfach mal mit der ersten Hauptmission an, weil wir können eh nur noch Hauptmission machen. Bis wir das nördliche Gebiet, freigeschalten haben. Aber schau mal, wir können die neue Ryogi- und Regi-Mission machen, wisst ihr was? Und dann machen wir auch. Ich weiß nicht, ob das Hauptmissionen, es sind gar keine Hauptmissionen, gell? Aber egal, das sind immer witzige Aufgaben. Und deswegen mache ich die auch gerne. Wo geht's hier raus? Da geht's raus. Vielleicht können wir ja unser Teil gleich mal ein bisschen upgraden. Wäre vielleicht an sich auch gar nicht so verkehrt. Weiß zwar nicht, was es bringt, aber schreien. Da können wir dann immer schreien. Hä? Da war witzig, oder? Kaufen wir so ein Boss-Wasser-Ding. Hä, wo ist denn das? Ah, da ist es. Krass, Alter. Ah, da haben wir jetzt immer Rüstung drauf, sehe ich gerade. Cool, das heißt, eigentlich bringt alles was. Außenfassade, auf geht's. Das Zelt, das lassen wir in Ruhe. Yogi und Regi dürfen schön hier in ihrem Dings bleiben. Oh, nice. Das schaut aus wie so ein Saloon jetzt, finde ich. Was haben wir noch? Innenraum-Upgrade. Schwarzbrenner. Dann machen wir Schreien, können wir nicht mehr. Machen wir den Garten, machen wir was Teures dazu erst. Der schaut echt schäbig aus. Ich fühl mich wie bei Zuhause im Glück oder wie die ganzen Sendungen heißen. Oh, hey da! Oh, nice! Und dann freue ich mich voll, dass hier alles schön ist und oh mein Gott, ich kann es kaum glauben, wie habt ihr das geschafft? Und zum Ende gibt es immer Stress, damit es wenigstens ein bisschen spannend ist und so weiter und so fort. Alter, das ist alles weg. Aber das ist der Garten, der ist echt cool. Dann nehmen wir doch gleich mal hier ein paar blaue Sachen mit. Das ist violett. Nehmen wir einfach alles mit. So schaut's aus. Was ist das hier? Die spawnen ja wieder, hoffe ich. Ist noch was Rotes? Grün nehmen wir auch mal mit. Ich nehme alles mit. Das ist noch was. So. Ja, es war gelb. Egal. Machen wir jetzt keine Spritzen? Wird vielleicht gleich gemacht. Na gut, Yogi und Regi, ich habe ein paar Blüten für euch. Ich baue es gerade im Garten an, das ist nicht cool. MJ! Willst du noch einen Zug von dem guten Stoff? Oh ja. Und diese neue Ladung ist definitiv richtig guter Stoff. Wie heißt sie? Hot Rocks? Ja. Du wirst nicht mal merken, wie es dir ein Loch in den Sack brennt. Was? Oh, Scheiße! Also, ich merke nicht allzu viel davon. Naja, wahrscheinlich gewöhnst du dich langsam daran. Spritze. Schon gut. Vielleicht brauchst du ein bisschen mehr von der geheimen Zutat. Immer die Spritzen, ey. Ich werde jetzt mal. Oh Gott, nächster Drogentrip. Kinder, don't do drugs. Okay. Sonst endet ihr wie Ajaj. Und das wollen wir doch nicht. Ja, läuft bei dir. Hey, ich habe eine Spritze bekommen von den ganzen Blättern. Läuft. Ja, für dich am wenigsten gerne spielen. Alter. Der brennende Wald. Okay, keine Bären, dann passt es doch. So, ich muss die Ausrüstung finden. Ich finde die Musik immer so cool. Das ist bestimmt irgendwie Hot Rocks oder sowas. Also, das hat bestimmt irgendwas damit zu tun. Da hinten waren brennende Bären, oder? Oh mein Gott! Du willst mich, oder? Du willst mich.
Die müssen mich auch. Die wollen mich, Jungs. Scheiß Viecher, ey. Soll ich die mitnehmen? Ja, komm, dann kriegen wir wenigstens das Fell dafür. Ein bisschen Geld ist nie schlecht. Müssen aufpassen, dass mir die Munde nicht ausgeht. Ding, 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 ding. Er kommt von weit, ja, ganz bestimmt ist das hier. Er kommt von weit her und sucht. Spritzen nehme ich immer gerne mit. Und? Sind nicht die richtigen, oder? Virgil, seid ihr das? Bestimmt sind sie das. Da gibt's was zum Exploden. Was zum Teufel habt ihr mir gegeben? Und? Jeha! Cool, oder? Ich einfach mal Freefalling mach. Das ist eigentlich genau das gleiche, oder? Fehlende Dinge fehlen, finde sie. Oh Mann. Komm, wir nehmen nochmal hier coole Spritzen mit. Das sind sie auch wieder nicht, das kann ich euch zu 99,69% versichern. Oh, nicht schon wieder. War es das? Ich glaube schon. Deine Ausrüstung sowie Jungen ist jetzt verschwunden, finde sie. Ein Auto! Jetzt wollte ich dich gerade besteigen. Naja, wir haben hier ein Flugdings. Das ist schon teilweise so aufgebaut, dass man hier irgendwie praktisch mit den Sachen von Punkt zu Punkt kommt. Das war beim ersten Ding nicht so. Oh mein Gott, da ist irgendwas. Fliegender Vogel. Ja, das machen wir jetzt Wingsuit an, pass auf. Jetzt mache ich übelst den Stunt. Und dann hier sofort zu dem. Und dann sind die falsch. War ja klar. Und dann brennt hier alles. Da tickt irgendwas. Das ist die Bombe. Okay, nee. Cool. Wir haben es geschafft. So schlimm war das doch gar nicht. Die Brüder weisen sich von Mensch zu, damit ich sie entweichen kann. Ich lese die Lieder, damit ich sie zu dir abschreibe und ich bete, dass du sie würdig findest, die Ziege. Okay. Wo ist denn hier eigentlich das Dings? Ah, oh, da ist es. Hier kommt schon wieder irgendwo Musik her. Was ist das? Nur, ist da. Aha! Ich hab die Maske gefunden. Das erste Mal, dass ich das geschafft habe. Seid stolz auf mich. Bitte seid stolz auf mich. Cool, da haben wir die nächste Yogi und Reggie-Mission gemacht. So, wo geht's weiter? Bei Willis. Das war doch ganz cool wieder. So ein kleiner Abstecher. Da muss man eine Auszeit nehmen von den ganzen Töten und so. Das ist nicht schlecht, wenn man mal hier so einen kleinen Drogentrip mit reinhaut. Entspannt ein bisschen. Dann passt es. Dann passt das alles. Kann ich das deaktivieren eigentlich? 500 XP dafür. Was? Also hier fährst du scheiße Belohnungsschützen auf Marken von Gold und Pfad. Cool. Ja, ich wollte eigentlich gerade noch was anderes schauen. Und zwar bei Fähigkeiten. Ein Teil bei... Nimm teil. Ja gut, dann machen wir das doch mal, oder? Deckungstakedown, das ist alles uninteressant. Ist eigentlich auch uninteressant. Bände, Notoperation. Die beiden wären auch noch nicht schlecht. Was muss ich da machen? Bewaffnete Eskorte. Dosisspritze. Okay, aber die restlichen Sachen will ich eigentlich nicht. Also eigentlich, ja, das ist auch nicht schlecht eigentlich. Curati, Films, Rennen können wir machen. Was ist das da? Das Bogen ziehen. Das können wir vielleicht auch noch machen. Also jedenfalls, das Rennen wäre mal wichtig, weil der Kettentechnik ist halt schon extrem geil. Alles andere ist halt so je. AJ, gutes Timing. Ich packe gerade. Das ist der, mein letzter Job für dich. Du bist an der 10-Yard-Linie. Steig ein.
Der letzte Job schon. Schmeiß ihn nicht weg. Ich habe einen Eimer Kaffee getrunken. Die werde ich noch brauchen. Oh Mann. Der Himalaya. Entdecke König Minsky Rat, der von... Ich werde dir jetzt die Wahrheit sagen und die ist nicht schön. Dein Vater wollte deine Mutter töten, weil sie sich von allem abwenden wollte. Vom goldenen Pfad, Kyrat, der Sache. Was? Fakt, deine Mom war Hakuna Matata oder wie immer sie die kleinen Mädels nennen. Fakt, deine Mom hat Pagan bespitzelt, obwohl sie den Typen mochte. Fakt, dein Dad war Patriot und es gibt keinen Patrioten, der kein Hurensohn ist. Und was den Rest angeht, noch einer von Yumas Stellvertretern muss weg. Erledige das! Was? Die Mutter wollte den Vater umbringen? Oder der Vater die Mutter? Ich glaube, der Vater die Mutter, oder? Ist jedenfalls kacke. Tod von oben. Was? Die einzige Waffe? Irgendwas sind jetzt verfügbar. AK-Stempel. 87, cool. So, wo muss ich hin? Ist schon wieder so kalt. Oh Gott. Oh Gott. Ist es gut, dass da ein Helikopter ist oder nicht? Ich schätze mal, wir kommen gleich ins Gefecht, oder? Weil wir bleiben so nicht unbemerkt, glaube ich. Okay, das hat mich niemand bemerkt, das ist schon mal gut. Schneid ihn mit dem Messer auf, oder was du gerade sonst zur Hand hast. Juma soll die Botschaft verstehen. Will is out. Ja, da ist ein Jagd, das brauche ich doch, oder? Keine Ahnung. Siege. Kann noch irgendwas markieren vielleicht? Ist das nicht einer? Nee. Ich hasse das, wenn ich wieder nur einen Typen hier überall sehe. Das sind bestimmt 20.000, warte. Aber ich kann mir hier Überlebensspritzen machen. Auf geht's. Probieren wir zuerst mal wieder Stealthy. Okay, dann. Das war kein Witz, dass du dein Opfer aufschneiden sollst. Ich brauche die Leiche intakt. Kugeln und Sprengstoffe richten zu viel Schaden an. Du musst ein Messer nehmen. Zeit für etwas gute alte Handarbeit. Warum brauchen sie die Leiche intakt? Oh, ich will dich nicht anlügen. Wie haben die das schon wieder gemerkt? Kann es mal jemand erzählen? Ich war doch so leise wie, keine Ahnung, wie ein Jack. Mindestens. Oder ist irgendwas anderes passiert? Ah ja, wir sollten aber wieder hier alles mitnehmen, gell? Hier gab es ja wieder so wertvolle Sachen. Suchen die schon wieder nach mir. Unmöglich, die Typen. Warum sind hier links? Hier sind noch überall. Sind noch überall Kisten angezeigt. Jack, willst du mich eigentlich kaputt hauen? Ja, willst du. Okay. Wir nehmen mal deinen Fell mit. Ah, da ist zum Beispiel eine Kiste. Wir haben uns unser ganzes Geld ausgegeben. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass wir jetzt unser Geld wieder ein bisschen nachfüllen. Jack ist bestimmt auch was Fell wert. Wie schaut's eigentlich mit unserer... Warte, ich muss ganz kurz schauen, wie es mit unserem Beutel ausschaut. Sammlung? Beuteltasche. 120 hat Platz. Ja, easy peasy, Mann. Haben wir noch... Hey, da haben wir noch so viel Platz. Das lobe ich mir. Treffe ich den von hier? Ja. Sogar ein nice Kopfschuss. So muss das. Der Rest hat mich nicht mehr bemerkt, gell? Der Rest interessiert es gar nicht mehr. Außer den. Cool. Gib mir die Bolzen wieder. So, den häuten wir nicht, weil ich glaube, es ist nicht viel wert. Oida! Alter! Wo der auf einmal herkam, weiß ich auch nicht. Aber Schneeleoparden brauchen wir vielleicht. Das ist bestimmt auch viel wert. Ich nehme einfach alles mit. So eine Kiste.
Kiste. Die Typen sind markiert, da hinten ist ein Bär. Okay, läuft bei dir. Das ist keine Munikiste, da ist eine Munikiste. Was passiert, wenn ich den Bär verärgere? Also ich hoffe mal, wir haben einfach alle Typen markiert. Der Bär müsste die jetzt eigentlich schon ziemlich kaputt machen, oder? Dürfen die auch alle mit werden, oder? Und rennen vielleicht da runter, dann kann ich sie ein bisschen so... Nee. Hat der Bär echt nur einen getötet? Verarsch mich nicht. Ich sehe da oben gar nicht, was los ist. Oh, oh, oh. Okay. Ja, nicht entdeckt werden jetzt. Oh mein Gott, ist mein Aim gerade schlecht. Wie so eine Munikiste. Und die müssten eigentlich Bolzen gedroppt haben. Oder? Ah, da haben wir es wieder aufgefüllt. So, dann schauen wir mal, wie wir die Typen da oben am besten bekommen. Die schauen sehr zusammendingst aus. Keine Explosionen und so. Hätte ich jetzt nicht vorgehabt. Aber Bolzen sind doch nicht Explosionen. Das ist scheiße, ich wusste nicht, das kann man gar nicht normal machen. Jetzt brauche ich weg. Ich muss aufpassen, dass ich nicht den gelben treffe. So, der schaut jetzt dahin. Jetzt schleiche ich mich hier vorbei. Jetzt schleiche ich mich hier hoch. Dann von hinten, pass auf. Zack! Genau so muss das. Willis, ich hab ihn. Mach ein Foto von ihm, ja? Der Boss will Beweise. Klick. Mit der Glocke sogar drauf, da haben sie ein bisschen antikes Zeug. Sehr gut. Wir treffen uns unten. Genieß den Abstieg. Danke, werde ich machen. Noch irgendwas? Noch irgendwelche Kisten vielleicht irgendwo, die ich mitnehmen sollte? Ah, hier ist nochmal Muni. Da ist nicht nochmal Muni, okay. Kisten sind ja auch keine mehr. Was ist das? Das ist gar nichts. Gut, dann genießen wir mal den Abstieg. Jeha! Ja, das Wingsuit ist so geil. Oh, scheiße. Oh mein Gott. Warum schießen die mit einer RPG eigentlich auf mich? Oder rechts, schau mal, das rechts schaut voll cool aus. Ich hoffe mal einfach, dass ich auf dem richtigen... Also... Das ist cool. Danke, Viecher. Vielen Dank. Ah, schaut das schön aus, ey. Richtig krass. Ich gehe mal links lang. Glaub, rechts wird's eng. Dann gehe ich rechts lang. Oh Gott, das ist eine Höhle. Shit. Wo muss ich hin? Ich hoffe nochmal, dass ich hier richtig bin. Das ist richtig cool, ey. Ich liebe das. So was würde ich auch gerne mal echt machen. Das ist saugefährlich, aber trotzdem. Das wäre mal cool. Ja, hier wird's scharf um die Ecke. Ein bisschen nach unten vielleicht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, schaff ich's? Ja, ja, komm, komm, komm. Treff ich durch, da treff ich durch, da treff ich durch. Oh, ist, oh ja, ich hätte fast nicht genug Höhe gehabt. Puh. Ah, nice. Und zack, Fallschirm. Cooler Scheiß. Ich liebe das. Badabababa. Schleichwerbung. Ist das Ziel eliminiert? Ja, hab ihn erledigt. Nehmen wir uns jetzt Yuma vor? Steig ein. Betrachte diese Info als letzten Gehaltscheck. Du hast die ganze Zeit über CIA-Agenten getötet. Wir räumen auf.
Hagan stellt keine klare und akute Bedrohung mehr für Amerika dar. Deshalb mussten wir unsere Spuren hier verwischen. Du hast einen verdammt guten Job gemacht. Was? Also war alles, was sie sagten, gelogen? Was ich über deine Eltern gesagt habe, das war die Wahrheit. Was ich dir über Yuma sagte, frag sie einfach selbst. Was haben sie denn vor, Mann? Sorry, Kleiner, aber wie gesagt, jeder Patriot, den ich kenne, ist ein Hurensohn. Akt 2 beendet. Ich wusste gar nicht, dass es verschiedene Akte gibt. Aktivia, keine Ahnung. Krass. Er hat noch den Sack auf dem Kopf und kann er atmen? Hast du wenigstens Löcher reingemacht, damit er nicht erstickt? Hallo? Haben wir unsere Zeit mit der CIA genossen? Willkommen in Durgesh. Ich entschuldige mich für die spartanische Unterbringung, aber du warst ein undankbarer Scheißkerl, oder? Hast mit dem goldenen Pfad rumgemacht. Und der arme Paul? Bist du noch sauer wegen dem, was er mit deinem Äffchen gemacht hat? Wie hieß er noch? Dampfhahn? Darmkamm? Dummschwan? Oh, Jedna. Tut mir leid, dass du warten musst. Aber ich will ihm den Einstieg erleichtern. Yuma, du willst dem Burschen das Gehirn fegen. Vielleicht etwas Zucker auf dein Shit-Sandwich. Wen interessiert's? Du hast ihn gesehen, er atmet noch. Und jetzt verschwinde, ich hab zu tun. Fein, fein, fein. Aber ich will ihn lebend. Mit allem, was zählt, noch intakt. Noch eine Sache. Nun, AJ, ich weiß, das wird schwer. Aber stell's dir als harten Sex vor. Knastsex. Immerhin hast du eine Suite mit einer spektakulären Aussicht. Geil. Und als allerletzten Rat noch, ich würde nicht zu nah an der Kante schlafen. Wie du willst, Liebes. Auf den Boden. Warum? Auf den Boden, sagte ich. Ich liege da schon. Und zack, auf den Hinterkopf. Was machst du? Was ist das? Oder auch nicht. Dieser Drecksack, Mann. Immer die Amerikaner, ich sag's euch. War das nicht im anderen Teil auch so? Im Far Cry 3? Ich weiß gar nicht mehr. AJ. Läuft bei dir. AJ. Läuft bei dir. Falltraum? Hier fallen sehr viele Menschen. Die meisten wachen nicht mehr auf. Das liegt an diesem Ort. Er schwächt Menschen. Okay. Nicht nach unten sehen. Schade, hätte sein können. Unser Wingsuit wurde uns leider abgenommen. verdammt. Ja, okay, ich weiß Bescheid. Muss ich jetzt nochmal anschauen. Oder? Oder habe ich es richtig gemacht? Ich war es nicht, AJ. Was? Ich habe Mohan nicht getötet, egal was du gehört hast. Jemals endet. Hätte ich jemanden töten können, dann Ishwari, deine Hure von Mutter. Fick dich. Gib einfach auf. Spring, bitte. Wenn du es tust, verstreue ich ihre Asche für dich. Habe ich es richtig gemacht? Ich bin eigentlich nur aus Spaß gesprungen. Ich will nochmal springen, eigentlich schauen, was das passiert. Das Volk, dass diese Stadt in den Fels baute, war stark. Die Anhänger von Kalinak. Wie soll man denn da irgendetwas schaffen? Das war eine große Zivilisation. Heute Nacht. Der jämmerliche Pöbel des heutigen Kyrat. Könnte ja passieren. Ich brauche einen Kletterhaken. Wenn ich eine Spinne wäre, dann könnte ich mich abseilen. Aber ich kann keine Spinne sein, weil sie schon eine ist.
unter deine Haut und legt dort ihre Eier ab. Sie schlüpfen. Ich hasse Spinnen. Sie sehen alles. Aber wenn ich eine wäre, dann könnte ich runterklettern. Ja, dann könnte ich runterklettern. Dann könnte ich runterklettern. Das ist Wolverine, oder schau mal, wie die Hunden, wie schnell die Wunden wieder verheilen. Es tut nicht weh, ich spüre gar nichts. Die Mauern sind dünn. Es tut nicht weh, ich spüre gar nichts. Sie kommen durch die Mauern. Oh Mann. Wenn sie dich hören, kommen Hallo. Sie. Scheiße. Okay. Darf ich nochmal springen? Muss ich nochmal springen? Ich muss jedenfalls den Haken bauen, aber ich springe einfach nochmal. Ich will nochmal schauen, was passiert. Ob ich es dann irgendwie verkackt habe oder wieder was anderes kommt oder. Ja, jetzt habe ich andere Schuhe an. Das ist wieder eine andere Sequenz, oder? Augen offen halten. Ja. Seid auf alles gefasst. Das ist wieder eine andere Sequenz. Wenn ich eine Spinne ja, okay, wäre. Wissen wir. Okay. Kann ich da runter? Diese Stadt in den Felsbaute war stark. Oh, ein Kletterhaken, nee, kann ich nicht. Die andere Richtung habe ich ja schon geschaut. Ich hoffe, ich behalte einfach mal die Sachen, die ich gesehen habe. Ich schon wieder die Viecher. Ich habe meinen Kukri nicht. Achso, wenn ich die anschaue, dann wird's schlecht. Möglichst wenig hinschauen. Alter, ist das trippy. Gehst du mal weg vielleicht? Alter, ist das trippy. Sehe ich gar nicht ein. Hallo? Ich muss ja die Sachen eigentlich so ein bisschen durchsuchen, gell? Alter, krass. Hallo? Jemand zu Hause? Dämonen? Hallo? Das... Das ist mein Kukri? Nee, aber das ist was ich vielleicht brauche für den Kletter. Kommt da gleich ein Viech, oder? Oh Gott. Hallo? Oh, oh, oh. Gut, dass ich im Schleichen so schnell bin. Ich hasse diese Viecher, habe ich das schon mal gesagt? Richtig ekelhaft. Jedenfalls zeigt es mir praktisch an, wenn ich nah bin. Dann fängt es so Härte an zu bieten. Oh Gott, da war irgendwas, glaube ich. Schnell weg hier. Du. Vor Checkpoint. War Pagan mein König. Ja, dann gehe ich mal kurz in die Hosenwache, beziehungsweise meine angemachten Hosen wechseln. Nee, Spaß. Ich habe mir eine kleine Pause gemacht, weil bei einer halben Stunde mache ich wieder eine neue Aufnahme, nicht damit hier. Das haben wir ja schon gehabt. Nicht damit hier wieder der Sound zu weit nach hinten geht. Was sind das eigentlich für schwarze Teile? Das ist richtig trippy, ey. Ich hasse das Zeug hier. Ich wollte doch nicht Far Cry 4 spielen, um Horror zu erleben. Ja, es geht eigentlich noch. Bin zwar kein Horrorspieler, aber. Aber die. Die Dämonen, die sind echt nicht ohne. Ich finde ich vielleicht nicht so nett. Wo muss ich eigentlich hin? Hab ich irgendwo... Ich habe kein Ziel. Spritzen und so. Hallo? Kann ich hier rechts lang? Hm? Ich will nicht. Links ist doch das Viech, oder?
Da. Oh Mann. Da ist was. Ich schätze mal, da müssen wir hin. Krieg ich das meinen Kukri vielleicht? Ah, da. Seil. So, von wo kommt das Vieh? Von da unten, oder? Nein! Da dann. Scheiße. Ich weiß nicht, wo ich hinrenne. Bin ich richtig? Oh mein Gott. Ich will da runter. Lass mich da runter. Ich habe keinen Bock auf die Viecher. Hier kommt es nicht runter, oder? Alter Schwede. Das fand ich gar nicht nett. Puh. So. Ich hoffe mal, wir haben unseren Rausch ausgeschlafen. Nein, haben wir nicht. Fand ich meine Berufung. Ich fand zu Kalina. AJ, ich glaube, das ist nicht so gesund, im Rausch hier einen Haken zu schwingen, also im Trip. Besiege ich Rakshasa! Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber. Neugeboren! Genau wie Kalina damals! Ich will mich gern daran hängen. Und dann. Ich vollbringe, woran Pagan scheiterte! Ich erschaffe eine große Zivilisation! Nee. Ah, weiß noch rum. Hyrat! So, und jetzt. Hier nach unten oder was? Oder wie? Oder wo? Oh mein Gott! Ja. Haben unseren Rausch inzwischen ausgeschlafen. So, dahin. Ich verstehe nicht, warum die hier so ein Gefängnis hinbauen und dann überall Kletterhaken, wo man runter kann. Das ist ja mal das unsicherste Gefängnis, was ich kenne. So, wo muss ich hin? Da oben vielleicht? Nee. Komme ich da ganz nach unten? Ah, so weit geht's sogar. Ich will trotzdem hier rüber. Okay. Dann hier nach unten. Sehr gut, dass es so schnell geht. Finde ich positiv. Auch ein bisschen hier Himalaya klettern. Ich schätze mal, wir sind hier noch mal. Oh mein Gott! Puh, erschreck mich nicht so. Ausgeschlafen, bitte. Ich will, dass diese Dämonen endlich weg sind. Ich will wieder die richtigen Viecher kaputt machen. Richtige Typen. Abreise verschieben. Wir müssen unseren Abstieg verschieben. Die Wärter haben ein Werkzeug gefunden und mitgenommen. Es muss jetzt in der Waffenkammer sein, unter dem angestürzten Glockenturm. Da lassen sie nicht aus der Augen. Nicht noch eine Minute. Wir werden leicht über unsere Waffen fliehen. Okay, was ist denn hier so? Okay. Entkomme aus dem Gefangenenlager. Toll, vom einen Gefängnis ins nächste. Seht ihr mich? Ja, okay. So ist es klar. Okay, ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich renn einfach mal. Achso, ich habe keine Spritze. Natürlich nicht sogar. Hund, geh weg. Mag dich nicht. Hund. Ich kann den Alarm nicht mehr abschalten, ist natürlich auch toll. Ich bin so ein Pro im Schleichen. Oh Gott. Au, das schaut nicht gut aus. Okay. Probieren wir das Ganze nochmal. Ich bin aber ganz schön weit gekommen irgendwie.
Oh Mann. Na, schau mal, jetzt sind wir hier sogar. Oh, kriegen wir hier Waffen? Kriegen wir hier keine Waffen? Oh, warte, da war irgendwas. Eine Armbrust. Warum sagt mir das nicht gleich mehr, dass ich eine Armbrust bekomme? Das Ganze noch viel einfacher gemacht. Wo sind die Alarme da oben? Kann ich Spritzen machen oder haben die mir meine Blüten auch weggenommen? Die kann ich sogar machen. Dann haben wir mal so ein bisschen Überblick. Natürlich ohne Visier, ist klar. So, den machen wir aber nicht kaputt. Den Alarm deaktivieren wir nicht. Achso, wir sind aber wieder... Nein, doch, wir sind gerade da, wo wir draufgegangen sind, okay. Gut, dass sie es hier gespeichert haben, das finde ich relativ nett eigentlich. Ah, ist das der eingestürzte? Nein, ist das nicht der eingestürzte Glockenturm. So. Oh mein Gott. Meine Aiming Skills. Warum treffe ich den nicht? Hat der eine Waffe hier? Okay, der hat eine Waffe. Ja, damit. Oh Gott. Oh ja, gib mir Dings. Gib mir alles, was du hast. Gib mir eine Waffe. Waffe, sage ich. 180. Oh, das ist kacke. Oh mein Gott! Ah, oh, die mache ich auch so kaputt. Was ist denn mit unserem ganzen gesammelten Zeug? Warte, haben wir das noch? Beutetasche, okay, gut. Ich dachte schon, ey. Ich dachte schon, das haben wir verloren alles. Huh. 36.000. Da machen wir wieder fett Kohle, wenn wir zu Hause ankommen. 55 Sachen sind es. Ja gut, okay, mit den ganzen Blättern. So viel anderes Zeug haben wir aber nicht gefunden. Nehmen wir auch mal die dann mit. Wir plündern alles. Was? Hört sich an, als ob da ein Silencer drauf ist irgendwie. So, dann machen wir die auch noch platt. Die können ja alle nix. Was ist das denn? Ist das ein Bär? Ach, das ist ein Fettsäcke, oder? Ups. Warum habe ich... Warte. Wo ist mein RPG? Nicht mein RPG, mein... Das andere Teil. Ist er tot? Wo sind meine Granaten? Warum kann ich meine Granaten nicht machen? Ich hab doch gerade einen C4 in der Hand gehabt. Das sind so Fettsäcke, oder? Das sind so Fettsäcke. Sind die wirklich unbesiegbar? Ey, kannst du mal aufhören hier? Du kotzt mich leicht an. Danke. Warte. Oh, schau mal, hier sind ja noch Waffen. Warum sagt mir das niemand? Warum kann ich das C4 nicht mitnehmen? Ah, oh. Hier sind wir richtig. Oh, der LMG. Soll das... Ich glaube, ich nehme mal statt der Shotgun das LMG mit. Okay. Dann... Haben wir nicht nachgeladen? Egal. Dann machen wir ganz easy peasy einfach so. Und dann hat sich das mit den unbesiegbaren Typen auch erledigt. So, dann ist LMG kurz nachladen. Das erinnert mich aus Bad Company 2. An das PKM oder so. Oh mein Gott, ist der schon nach. Die Fetten durchsuchen wir definitiv. Was ist das für ein Tier da hinten? Ist ein Tiger oder so. Ups, nein! Das war eine Beißen, so schaut es jedenfalls aus.
Oh Gott, ist das Gewehr ungenau. Ich mach dich fertig! Wir verarschen. Der rennt jetzt nicht zum Alarm, oder? Was ist denn das da oben? Soll ich da mal kurz hingehen? Au, oh, was? Hä? Komm. Lass mich dich häuten. Warum darf ich dich nicht häuten? Fernbedienung. So, was muss ich hier machen? Oh ja, ist einfach. So, einfach mal den ganzen Außenposten ausgerottet. Gib mir mal Munition, dann geht das Ganze auch. Dann läuft's. Fetter Schneesturm. Ich komme nicht weiter. Ich sehe nichts. Yeti. Ein Jedi. Anakin, bist das du? Soll ich jetzt auf dem zubewegen oder? Oh Gott. Was ist real, was ist nicht real? Ich weiß es nicht. Der größte Glückspilz, den ich kenne. Ich habe eine Woche im Feindgebiet nach dir gesucht. Und zum Glück fanden wir dich, bevor du erfroren bist. Wo ist der Baal? Wahrscheinlich tut er das, was er am besten kann. Er sitzt im Dunkeln und betet zu toten Göttern, dass du sicher heimkehrst. Ich habe dich 3 Tage beobachtet, aber jetzt bist du wach und scheinst okay zu sein. Mir fehlt nichts. Und ich muss zurück. Wir befinden uns immer noch im Krieg. Weißt du, 3 Tage da sitzen, aber wenn ich aufwache, ja, jetzt habe ich auf einmal keine Zeit mehr. Oh Mann. Kabal hatte mit einer Sache recht. Der goldene Pfad braucht dich. Ich bin froh, dass ich dich habe. Adria, schau mal in die Hose, nicht, dass deine Eier irgendwie abgefroren sind oder so. Das wäre gar nicht gut. Dann könntest du aber eine Karriere als Sänger starten. Ah, zufällig sind die auch noch da. Ischwart-Gale, oder? Ischwart, ich schwör, Mann. Nicht nach unten sehen, cool. Mission beendet. Wir haben so viel XP jetzt. Sind wir jetzt... Ah, wir sind bei Achach, Haus der Gales. Die beißen, PKM, 87. 180.000... Haben wir ja schön Money, Money, Money gemacht. So, warte, wir kaufen. Stapel verkaufen. Violettes brauchen wir auch nicht. Weißes brauchen wir auch nicht. Blaues brauchen wir, grünes und das, okay. 8 Fähigkeitspunkte, ey. Im Prinzip können wir alles leveln, was wir wollen. Oder was wir gerade machen können. Herstellung, können wir da irgendwas Neues machen? Nee. Wir brauchen Nebelpader. Panzernashorn, die besonderen, Himmelskatze, Geisterbär und schwarzer Teufel. Haben wir jetzt eigentlich unsere normalen Waffen wieder? Oder haben wir jetzt die... Okay, jetzt haben wir unsere normalen Waffen wieder, das ist natürlich nett. Das finde ich sehr nett. So, wo geht's raus? Wir sind hier oben, cool. Ist dunkel? Nee, Alter. Ha, haben wir unseren Drogenrausch ausgeschlafen. Dann passt hier wieder alles. Irgendwo geht's gerade hart zur Sache. Was haben wir denn als nächstes zu tun? Ratu Gadi, Yumas Festung, okay. Amita. Wisst ihr was? Ich meine, wir sind jetzt, ich glaube, wir sind bei 50 Minuten oder so. Ich habe mir wieder keine Uhr gestellt, weil ich einfach so übelst schlau bin. Wir machen einfach mal ein... Wo sind denn die Sachen? So ein Rennen. Damit wir das skillen können.
Für Momo Schiff von einzigartig und ein gefährliches Tier. Das können wir auch noch machen. Wisst ihr was? Das machen wir auch mal. Ich habe noch Bock auf irgendwie so ein Tierhäuten und auf so ein Rennen. Und wenn das Tierhäuten gleich da ist, dann machen wir das halt das auch. Ich sehe es mir gerade nicht auf der Map. Ist doch eh genau hier. Achso, ist das? Nee, das ist hier. Da können wir auch schnell hinrennen, die paar Meter da. Warum haben wir keine Spritzen mehr? Stellt ihr keine Spritzen mehr her automatisch? Sehe ich gar nicht ein. Jetzt hat er seine hergestellt. Hey, AJ. Nein, du hast mir nicht gefehlt. Läuft bei denen. Alter, mit unserem Armbrustbogen kann uns eh kein Tier überrumpeln. Das schießt so schnell wie, keine Ahnung. Wie Lucky Luke. Ah, das war ein geiler Vergleich. Hausschiff von Ort entdeckt. So, pass auf. Wir nehmen die Kiste hier mit. Wir holen uns hier eine Spritze. Haben wir die grünen Blätter verkauft aus Versehen? Ich weiß gar nicht. Dann schauen wir mal, was wir denn für den Typen hier holen müssen. Hallo? Oh, also stimmt das Gerücht. Herein, herein, herein. Wie soll ich dich nennen? AJ oder Adonis? AJ? Ajaj. Ist recht geil. Besinnliche Augen. Zielstrebiges Kinn. Die Kleider sind eher Heilsarmee als goldener Pfad. Aber damit kann ich arbeiten. Wer bist du? Ich bin Momo Chiffon. Schneider und Hofausstatter auf Geheiß des Königs von Kyrat, seiner Hoheit Pagan Min. Aber er nennt mich ruhig Mr. Chiffon. Hocherfreut. Du arbeitest für Min? Ja, früher. Ich hatte einen Streit mit dem König. Er wollte mich töten und nun verstecke ich mich. So wie alles andere. Oh, Schnee von gestern. Blicken wir nach vorne. Bald ist Kyrat Fashion Week. Und wir könnten einander helfen. Du brauchst Accessoires und ich ein Modell. Ich mache dich zum Mittelpunkt meiner neuen Kollektion. Ich nenne sie Krieg Couture. Cool. Und du willst, dass ich das Zeug anziehe? Das? Das waren nur Experimente. Nein, nur das Allerbeste für den verlorenen Sohn. Ich habe viele Jahre an einer Pariser Schule für rationelles Modedesign verbracht. Kleidung muss praktisch sein, erst dann elegant. Die Form folgt der Funktion. Bin jetzt hier im Fashion Simulator. Du wirst mir exotische Materialien beschaffen. Pelze. Heute. Feder. Um deine rohe und animalische Seite hervorzuheben. Ich schicke dir die Designs und die Fundorte. Ich hoffe, du bist an der Nähmaschine so geschickt wie am Maschinengewehr. Denn gemeinsam machen wir dich grimmig. Stell ich mir auch richtig cool vor deinem Ende, dass du dann so an... Steh nicht nur rum. Die Zeit rennt. Ja, du redest zu langsam. Komm zurück, wenn du meine Kreation fertig hast. Stell ich mir auch cool vor, wenn man alle gemacht hat. Dass man dann so sein Ding vorstellen kann. So auf dem Laufsteg oder so. Ist bestimmt cool. So, seltene Tiere sind jetzt verfügbar. Aber da steht nicht dabei, welches das ist. Dann machen wir einfach mal das nächste. Wie schauen eigentlich diese Rennen? Ah, das ist eine... Okay, das ist ein Rennen. Machen wir dann auch noch schnell. Wo haben wir die auf einmal herkamen? Die Tapirviecher brauchen wir eh nicht mehr. Glaube ich.
geht denn jetzt hier? Wird ein Außenposten angegriffen oder was? Wir haben beide Schlösser, wie heißen die, Festungen eingenommen. Wir können hier schon wieder am Kämpfen sein. Das sehe ich gar nicht ein. So 0,00. So. Ich hoffe mal einfach, das ist ein cooles Tier, das wir brauchen. Am besten gleich das für den Munitionsbeutel oder so. So, Sprengstoff. Dunkelwasserdrachen. Wurfgeschosstasche. Wurfgeschoss, Molotowsgranaten. Nee. Nee, brauche ich nicht. Wo ist der nächste? Da. Ich schau jetzt mal kurz durch. Vielleicht finden wir irgendwie noch schnell ein cooles. Was wir dann machen. Eine Schmugglerbande hat sich oft in der Gegend hier versteckt. Oh, der arme Wolf. Was haben wir? Tenzin. Tenzin, Rothund. Tenzin. Tenzin, ist das Tenzin? Ist das nicht irgendwie ein Name? Der Name sagt mir irgendwie was. Schätze ich mal nicht, oder? Sollen wir es mal einfach machen? Komm, wir machen es einfach mal. Hey, Mr. Chiffon. Ich habe dein neuestes Design gefunden. Das mit dem seltenen Rothund. Sieht gut aus. Das liebe ich so an dir, RJ. Du tust nicht so, als hättest du Geschmack. Im Gegensatz zu Min. So launisch. Ändert ständig seine Meinung. An einem Tag ist der Anzug perfekt, am nächsten nicht mal gut genug für die Hunde. An einem Tag hat man eine Suite im Palast, am nächsten jagen einen diese Hunde durch die Berge. So ist die Mode, schätze ich. Du hast ja so recht. Die Höhle ist nicht weit weg. Sei grimmig, Ajay. Hallo, wollt ihr mitgehen? Ich gehe Tenzin jagen. Tenzin. Kein Benzin, Tenzin. Ich will jetzt alle Viecher in Ruhe lassen. So, Fell nehme ich mit. Ist Geld, das einfach rumliegt. Ich meine, wir haben 100. 120. Plätze zum Verstauen. Da kann man einfach mal schon was sowas mitnehmen. 35 zerstört. Gar nicht mal so schlecht, gell? Aber die hängen ja auch immer so praktisch rum irgendwie auf dem Weg. So, dann nehmen wir... Achso, wir müssen wahrscheinlich gleich eine andere Waffe nehmen, schätze ich. Ja. Pfeil und Bogen, ne? Muss ich... Kann ich den nicht einfach mit dem... Bolzen-Dings hier machen? Ist ja genau das gleiche. Ich nehme den da hier. Ah, Bolzen. Genau. Perfekt. Jagdspritze, Level 1. Tenzin, wo bist du? Sind eh die einzigen drei. Ah, da hinten ist es, glaube ich. Mach zuerst den da hier. Das war's, oder? Ich glaub. Sind eh nicht schwer. Fell von Tenzin. Ja, okay, cool. Brauche ich aber, glaube ich, noch nicht. Ich dachte, das ist irgendwie was Besonderes, Cooles. Wo haben wir noch welche? Geiselrettung. Die Geiselrettung und die Fashion Week schauen irgendwie so gleich aus, finde ich. Vor allem, die sollten eigentlich gleich mal hier bei der Minimap hinschreiben. Endlich bei der Minimap, bei der normalen Map. Hinschreiben, was das für Tiere sind. Da muss man nicht immer direkt hinrennen. Das wäre etwas praktischer. Nein. No help for you, da wollte ich eigentlich nicht hoch. So, jetzt aber hier schwarzer Wolf oder sowas, pass auf. Karkadan, der war doch für... Herstellung, das ist doch hier unten. Nein, Karkadan hier, schwere Munitionstasche. Pff, ja, okay. Mr. Chiffon, wegen dieses Designs, sind Nashörner nicht bedroht? Nicht in Kyrat.
Der König hat ein Zuchtprogramm ins Leben gerufen, als er den Thron bestieg. Er ist besessen von traditioneller Medizin und glaubt damit, sein jugendliches Aussehen bewahren zu können. Raupenpilz am Morgen für mehr Energie, Tigerpenis am Mittag für Männlichkeit und Nashornhorn am Abend gegen Falten. Wir haben mehr Nashörner, als wir brauchen können. Reiche Geschäftsleute bieten Memes-Gouverneuren $200,000, nur um eins davon zu jagen. Wow, das wusste ich nicht. Jetzt weißt du es. Und ich hoffe, du weißt zu schätzen, dass du bald die teuerste Antasche der Geschichte besitzen wirst. Gute Nashornhaut hält dein ganzes Leben, falls du überlebst. Also geh jetzt da raus und sei grimmig. Oh Mann. Oh Gott. Oh, das, die Leute helfen mir, oder? Ich tue mich hier irgendwo hin, wo ich nicht so direkt getroffen werden kann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das Viech. Das ist richtig krass drauf. Hallo? Was ist das? Komm her. Oh Gott. Versteck mich in dem Baum. Oh Gott. Ein Baum durch. Nein. Nein. Lass mich durch den Baum. Oh. Hinterm Baum bin ich sicher. Alter Schwede. Gut, dass da Bäume waren. Alter Schwede, Mann. Alter Schwede. Krass. Oh Mann. Dann können wir uns gleich hier die schwere Munitionstasche herstellen. Cool. Gar nicht so ohne, Mann. Gar nicht so ohne. So, was hast du zu bieten? Das coolste wäre echt der Munitionsbeutel, alles andere ist eigentlich relativ egal. Was brauchen wir für den Munitionsbeutel? Oder Geldbeutel? Beuteltasche 120 reicht aus eigentlich. Geldbeutel 1000 oder 1 Million, glaube ich, reicht eigentlich auch noch aus. Spritzentasche wäre nicht schlecht. Spritzentasche und Munitionsbeutel. Ach schau, Munitionsbeutel haben wir eh. Brauchen wir noch Nebelpader-Zeugs. Ja dann. Ist vielleicht eh nicht so schlau, dass wir das machen. Eigentlich müssen wir Nebelpader farmen. Was haben wir hier? Honigdachs. Ja, eigentlich nicht. Sind die Nebelpader in der Nähe? Hier sollen irgendwo Nebelpader sein. Ich weiß, ich überziehe gerade schon wieder ein bisschen, aber egal. Oder wisst ihr was? Das machen wir in der nächsten Folge, wie es damit. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt bei 100 Minuten, sage ich schon, bei der richtigen Minutenanzahl sind oder nicht. Was verkaufen eigentlich? Nee. Habe ich jetzt eigentlich die Shotgun dabei? Ich will eigentlich keine Shotgun. Ich will eigentlich meine so Dingswaffe wieder. Welche war das die besondere? Pass auf. Ah, einzigartig, die da was. Ah nein, die haben wir wieder ausgerüstet. Oder? Nee. Ah, das. Wir haben den Dings dafür weggelegt. Die Armbrust. Seitenwaffen war das, gell? Ja. So, ja. Einzigartiges, haben wir da irgendwas Cooles Neues? Die sind alle gelockt. Naja. Aber wisst ihr was, das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe mal wieder, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Sind wir jetzt richtig? Ja, wir sind richtig. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen. Das freut mich echt. Ich glaube, nächste Zeit werden ein paar 100 Stunden, 160 Minuten Folgen kommen, so. Einfach weil ich Bock auf das Spiel habe und irgendwie, ja, weiß nicht. Freut euch einfach drauf. Also, ich war's, euer Raffi. Haut da rein, over and out. Tschüss und danke.